Hallo Leute, hier ist wieder Xi und zwar heute mit Mega Man 10, heute mit Blade Man. Das war eine schöne Art und Weise, die Gegner zu zeigen. So, ja. Mal wieder ein Level, ja. Ach Gott. Und natürlich auch wieder diese netten Kanonen. Ich habe sie im letzten Teil ja schon geliebt. Hey, die Hackebeile sind echt nett zu mir. Und wir haben wieder... Oh, wir haben wieder unsere Spinne. Wusste ich, dass das geht. So. Ne. Nochmal. Ja. Ach so, und hier wären dann quasi die Plattformen drüber. Verstehe. Das sind wieder die... Ja, die Gegner kennt man ja. Ja, um die zu zerstören, könnte ich Commando-Bomb hernehmen, aber... Nee, dafür verschwende ich meine Waffe nicht. Ja, und hier haben wir wieder... So eine hübsche Technik. Wenn wir zu lange nichts drücken, dann fährt das Teil zurück, soweit ich mich erinnere. So, bei den Gegnern muss man aufpassen. Die kommen nämlich jedes Mal wieder, wenn man sie aus, wenn man den Spawner außerhalb des Bildschirms hat. Aber gut, das kennt man ja schon. Au. Fahne. Schön. Und das Ding versinkt im Boden. Schön. Na gut, was soll's bei dem Kartenstil auch anderes sein? Ich hätte gerade gerne wieder so ein paar Lebenspunkte. Na. Nee, genau das nicht, Leute. Genau das nicht. Was man merkt, ich glaube den Entwicklern ist aufgefallen, dass die alten Level ein bisschen kurz waren. Einfach vorbeifliegen lassen. Gar nicht so aggressiv drauf gehen. Das wäre jetzt schon wieder ein Stichwort gewesen, ich weiß. So. Rüber und... Ah. Da kann man nicht viel machen. Brauchen wir nicht. Da möchte ich aber... Da, ja, super. Schöner Schlagabtausch. Da möchte ich hoch. Rush. Ja, noch einen Waffentank brauchen wir nicht. Ich meine, die Waffentanks sind bisher immer, wenn dann erst zum Schluss, wirklich notwendig gewesen. Wo bleibt denn der Gegner? Wusste ich. Wusste ich. So, da kommt er so hoch. Ach, wir sind beim Boss. Schön. Hm, soll ich denn gleich mit... Ach, warum nicht? Probieren wir ihn gleich mal mit der Commando Bomb. So viele Lebenspunkte haben wir jetzt nicht verloren. Nee.
wieso speicherst du jetzt? Ach so, ja, weil ich. So. Ah, okay. Nee. Nee, 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 nee. Den Kampf verliere ich. Okay. Interessant. Ich frage mich nur, wie der das schafft, indem er seine Säbel an den Armen schwingt, dass er damit drei solche Klingen abfeuert. Okay, das dürfte interessant werden. Ich hoffe aber mal schwer, dass ich hier keinen Energietank lassen muss. Das wäre peinlich. Ja, doch. Schade. Schade, schade. Ich dachte, ich könnte es länger vermeiden. Flucht. Ich kann das nicht abschätzen. Ach komm schon. Mensch, ich will rutschen können. Ja. Okay, jetzt habe ich ihn verstanden. Deutlich zu spät. Ja, zwei Energietanks verschwendet. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie er geht. Nee. Hoffentlich läuft das bei den anderen Gegnern besser. So darf das nicht laufen. Triple Blade. Was auch sonst, der Killer hat ja fast nichts anderes gemacht. Gut, den Mann von Mega Man wäre zuzutrauen, dass man da wieder eine Waffe kriegt, bei der man, weiß nicht, auf den Gegner zustürmt oder was. Einfach irgendwas, wo man beim falschen Einsatz wieder riskiert, dass man selber Schaden kriegt. Naja, was soll's. Beim nächsten Mal kümmern wir uns um Strike Man. Und das war's wieder von Mega Man 10. Ich bin Xi. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.